Hey Leute, heute für euch 5 Disney-Filme, die auf verstörenden Geschichten basieren. Los geht's! Nummer 5. Ariel, die kleine Meerjungfrau. Ariel ist ein rebellischer Teenager und besessen von der menschlichen Welt. Sie tauscht bei der Meerhexe Ursula ihre Stimme gegen menschliche Beine. Außerdem muss sie innerhalb von 3 Tagen einen Kuss von einem Prinzen bekommen, da sie sonst neben ihrer Stimme auch noch ihre Seele verliert. Am Ende des Films schenkt Vater Triton ihr auf Dauer eine menschliche Gestalt und gibt ihr außerdem ihre Stimme zurück. In der Originalgeschichte wird der Meerjungfrau jedoch nicht nur ihre Stimme genommen, sondern auch die Zunge herausgeschnitten. Außerdem schmerzt jeder ihrer Schritte so sehr, als würde sie mit nackten Füßen auf Glasscherben laufen. Nummer 4. Aschenputtel. Auf der Suche nach seiner großen Liebe lässt der Prinz alle Frauen des Königreichs den von Cinderella zurückgelassenen gläsernen Schuh anprobieren. Cinderella wird jedoch von ihrer Stiefmutter eingesperrt, damit sie an dieser Anprobe nicht teilnehmen kann. Am Ende kann sich Cinderella allerdings befreien und so doch noch das Herz des Prinzen gewinnen. In der Originalgeschichte schneidet sich eine von Cinderellas Stiefschwestern den großen Zeh ab und die andere eine Ferse, um anstelle von Cinderella in den Schuh schlüpfen zu können. Nachdem der Prinz Cinderella gefunden hat, picken auf deren Hochzeit Tauben die Augen ihrer Stiefschwestern aus. Und die Nummer 3, Schneewittchen. Die böse Stiefmutter kann es nicht ertragen, dass Schneewittchen viel schöner ist als sie selbst. Daher beauftragt sie einen Jäger, das Mädchen zu töten. Aus Mitleid lässt der Jäger sie jedoch ziehen, sodass die Stiefmutter gezwungen ist, Schneewittchen mit einem vergifteten Apfel selbst zu töten. Aber natürlich kommt auch hier noch das Happy End und Schneewittchen erwacht durch den Kuss des Prinzen wieder zum Leben. In der Originalgeschichte verlangt die Stiefmutter als Beweis Leber und Herz des Mädchens, um diese nachher auch verspeisen zu können. Der Jäger tischt ihr jedoch die Organe eines Wildschweins auf. Schneewittchen wird nach der Vergiftung wiederbelebt, indem der Prinz den gläsernen Sarg fallen lässt und Schneewittchen das im Hals steckende Apfelstück herauswirkt. Am Ende der Geschichte zwingt man die Stiefmutter dazu, in glühenden Schuhen zu tanzen, bis sie tot umfällt. Nummer 2. Dornröschen. Dornröschen wird von der bösen Fee verflucht und fällt in einen tiefen Schlaf. Der tapfere Prinz kämpft sich jedoch durch die 100 Jahre lang gewachsene Dornenhecke und weckt sie mit einem Kuss wieder auf. In der Originalgeschichte vergewaltigt der Prinz jedoch Dornröschen und haut dann einfach ab. Das Mädchen bringt daraufhin noch im Tiefschlaf Zwillinge zur Welt und erwacht erst, als ihre Tochter ihr den giftigen Dorn, der sie im Schlaf gehalten hat, aus dem Finger saugt. Wenn das mal kein abartiger Verlauf der Geschichte ist, machen wir lieber schnell weiter. Nummer 1. Die Schneekönigin. In Die Eiskönigin schließen sich Anna und Kristoff zusammen, um das Königreich vor der Eiszeit zu bewahren. Damit dies gelingt, machen sie die Eiskönigin ausfindig, welche sich nach dem Tod ihrer Eltern in die Berge zurückgezogen hat, um keinen weiteren Schaden mehr anzurichten. In der Originalgeschichte Die Schneekönigin zerspringt ein magischer Spiegel, der alles Schöne hässlich erscheinen lässt und trifft den Jungen in Auge und Herz. Dieser wird sofort unglaublich bösartig und von der Eiskönigin gefangen genommen. Diese küsst ihn, was ihn innerlich noch weiter erkalten lässt. Am Ende der Geschichte schafft es seine Schwester jedoch, ihn von seinem bösen Fluch zu erlösen. Ja Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst uns eine positive Bewertung da und teilt das Video mit euren Freunden. Jetzt wollen wir euch dann auch erlösen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Peace out.